Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play EVE Online. Einige von euch werden sich jetzt bestimmt denken, die das Spiel kennen, was zum Teufel? Oder auch die Leute, die den Kanal öfter mal denken, werden sich denken wahrscheinlich so, was zum Teufel? Denn EVE Online ist nicht wirklich ein Oldschool-Game, man könnte es so bezeichnen. Denn released wurde dieses Game im Jahre 2003. Meinen ersten Charakter in EVE Online habe ich am 6.12.2003 erstellt. Er ist fast genau 10 Jahre alt. Wir haben heute den 1.12. Was auch so mehr oder weniger einer der Gründe ist für mich, mal wieder dieses Game zu zocken. Ich werde mit euch natürlich nicht meinen alten Charakter spielen, der was für die EVE-Leute für dieses Alter nur um die 75 Millionen Skillpunkte hat. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich spiele schon ein Dreivierteljahr mit diesem Charakter oder allgemein dieses Spiel eigentlich nicht mehr. Gründe für dieses Let's Play sind, ich möchte eigentlich unbedingt ein Langzeitprojekt machen und EVE Online ist definitiv ein Langzeitprojekt, wenn man es so durchziehen möchte. Ich habe mir ein paar EVE Online Let's Plays, mehr oder weniger, was es halt so gibt. Es gibt leider nicht viele Let's Plays von EVE Online angeschaut und niemand hat es wirklich über längere Zeit durchgezogen. Und ich möchte versuchen, es wirklich über lange Zeit durchzuziehen. Ich kann euch nicht versprechen, es immer und ständig zu spielen. Ich werde wahrscheinlich auch mal zwischendurch irgendwann immer mal wieder Pausen machen. Ich kann auch nicht immer EVE aufnehmen, weil EVE ist einfach, es ist grundsätzlich ein Science-Fiction-MMO. Aber EVE ist wahrscheinlich das größte, komplizierteste, umfangreichste und meiner Meinung nach auch mit Abstand beste MMO, das es gibt. Eigentlich ist es ein MMMMMO, was es gibt. Denn, um mal die groben Unterschiede zu anderen bekannten MMOs zu nehmen, nehmen wir mal WoW. In EVE Online ist es so, dass alle Spieler, die dieses MMO spielen, alle auf dem gleichen Server spielen. Also es gibt nicht verschiedene Server, sondern alle Spieler spielen auf dem gleichen MMO. Wir haben jetzt gerade 6 Uhr und 7 Minuten morgens und es sind 26.000 Leute online. Wie funktioniert das Ganze? CCP betreibt einen der größten Server-Cluster auf diesem Planeten. Daher funktioniert das, dass manchmal 40.000, 50.000 Leute gleichzeitig online sein können. Ich werde euch Stück für Stück dieses Spiel erklären, wie es funktioniert von Anfang an mit einem ganz neuen Charakter, dass ihr schön mit dabei seid und mitkriegt, wie das alles so funktioniert. Grundsätzlich zu der Geschichte von EVE. Die Grundgeschichte in EVE sieht so aus, dass die Menschheit die Warp-Technologie entdeckt und dann, sagen wir mal, ein Sprungtor, ein Sternentor aufbaut und dann in ein Gebiet springt, was sich New Eden nennt und sich das Ganze dann aber, ich sag mal, um die Geschichte, das Rollenspiel dahinter nicht zu sehr auszudehnen, in 4 verschiedene Rassen aufteilt. EVE Online ist ein MMO mit so wie man das von klassischen echten Rollenspielen, also Pen und Paper meine ich damit, kennt, ein sehr, ja, sehr klassisches, sehr ausgedehntes Rollenspiel für alle Fans, die das möchten. Es gibt mehr als genug Content, um zu jedem Ding, was in den letzten 10 Jahren in diesem Spiel gekommen ist, rausgekommen ist, sich Geschichte dazu durchzulesen. Jetzt am 6. September also ein paar Tagen, kommt auch die neue Expansion heraus mit jeder Menge Änderungen.
Das ist eine der schönen Sachen an Eve, denn Eve erfindet sich selbst, also die Entwickler das Spiel, ich will nicht sagen immer neu, aber es werden immer wieder sehr starke Änderungen an dem Spiel gemacht, einfach auch um das Spiel auch für die Spieler, für die Community interessant zu halten, leider immer nicht mit positiver Reaktion der Community. Dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen, aber im Gegensatz zu dem Entwickler mit dem großen B, dem das ja scheinbar immer ziemlich egal ist, hört der Publisher bzw. Entwickler CCP aus Island immer auf die Community und wenn wirklich was missfällt, werden Änderungen gemacht oder entsprechende Änderungen werden sogar ganz rausgekickt. Eine davon, eine Änderung im Dienstplan, quasi wie ursprünglich das Spiel werden sollte, werden wir gleich sehen, wenn wir es begonnen haben. Ich werde mich jetzt mal einloggen. Ich habe hier noch die Großschreibtaste. Angeschaltet. The socket was closed. Was denn hier los? Jetzt. Da haben wir es doch. Es geht doch. So, das Einloggen dauert jetzt einen kleinen Moment. So, hier haben wir unseren Startscreen mit meinem alten Charakter. Mit seinen Randdaten. 73,8 Millionen Skillpunkte hat er. wenn wir einen neuen Charakter erstellen, muss ich mich zwischendurch dann mal kurz auf ihn einloggen und sein Training mit Skills, das er gerade durchführt, mit Fähigkeiten abschalten, denn auf einem Account kann jeder Eve-Spieler immer nur einen Charakter haben, der gleichzeitig Skills trainiert. So. Klicken wir mal auf Start. Übrigens, So. Hier haben wir eine Grundmap der verschiedenen Sternensysteme im Groben und auch der Aufteilung im Rassen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, das ist hier so quasi das Universum von EVE Online und so ungefähr grob, wie sich die verschiedenen Rassen in diesem Universum aufteilen. Das Spiel besteht ungefähr aus 5000, mittlerweile glaube ich sogar 5500 verschiedenen Sternensystemen, die in verschiedene Sektoren hier, Kaldari-Bereich, Galente-Bereich, Amal-Bereich und Minmata-Bereich aufgeteilt sind. Jede Rasse hat natürlich seine Vor- und Nachteile und auch seine Geschichte. Ich werde Stück für Stück versuchen, in diesem Let's Play auf die Eigenschaften dieser Rassen einzugehen. Denn wenn ich das jetzt machen würde, würdet ihr erstmal eine Stunde lang mich erzählen hören, was Vor- und Nachteile der einzelnen Rassen sind. Ich persönlich, es sind grundsätzlich verschiedene Rassen. Das sieht man allein schon am Namen. Wir klicken sie mal einmal einzeln an. Once a thriving tribal civilization, the Minmatar were enslaved by the Amar Empire for hundreds of years. Most were freed after a great rebellion, but only at a tremendous cost. Today, the Minmatar Republic is a strong, resurgent nation, determined to win back the glory of its past. Genau, das sind die Minmatar oder auch die Minmatar Republic. Ich werde dieses Spiel mit dem in Englisch spielen. Der Client ist in mehreren Sprachen verfügbar, aber der Großteil der Community auf Englisch spielt, werde ich, falls ihr das Spiel beginnen wollt, auch in Englisch spielen. Hat einfach den Vorteil, dass die Sprache entsprechend natürlich zum Großteil einfach die Spielersprache untereinander zum Großteil im Englischen ist. Wenn ihr den deutschen Client spielen wollt, viele Dinge in diesem Spiel sind
immer noch Englisch gehalten, um einfach die Kommunikation untereinander zu halten. Ich werde jetzt mal die nächste Rasse anklicken, damit ihr euch die gute Dame mal noch weiter anhören könnt. The Amar Empire is the largest and oldest of the four empires. Ruled by a mighty empress, Amar is a theocratic society capable of selfless acts and unspeakable evil, all in the name of their god. So, wie wir eben gehört haben, die Amar, die Republik, sehr gläubig. Ja, das da merkt man schon im Gegensatz zu den Minmatar grobe Unterschiede. Allein in der Grundsatzeinstellung, und so zieht sich in den vier Rassen der ganze Faden durch das Spiel durch. Wir machen mal weiter mit den Galente. The only true democracy of New Eden, the Galente Federation is a powerful and prosperous multicultural dominion that welcomes outsiders with open arms. Intolerant of closed societies, the Galente are fierce defenders of personal and social liberties. So, hier haben wir die Galente, die einzig wahren Demokraten im Spiel. Und jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Favoriten, auch von den Fähigkeiten oder Grundsatz der Rassen im Sinne von, wie es sich dann auch später im Spiel spielt, auch von der Umgebung her, die ganzen Details, warum, wieso, weshalb, werdet ihr noch mit der Zeit mitkriegen. Das Spiel ist unglaublich umfangreich und detailliert, wie gesagt. Hören wir uns mal die Kaldari an. The Kaldari State is a union of powerful mega corporations governed by a strict meritocracy. The state is a fiercely competitive and ruthless society whose hyper-capitalistic ways have brought its people both misery and triumph. So, hier haben wir die Kaldari. Ich klicke mal auf Next und wir machen einfach weiter. Als nächstes können wir eine Blutlinie wählen. Man hat es so in EVE Online geregelt, die Rassen sind, sage ich mal, die vier groben großen Unterschiede und die feinen Unterschiede in den Charakteren werden in den Blutlinien geregelt. Da gibt es zu einmal die Kaldari Atura, die Details oder Details, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen werden, und die Sivir. Jede der vier Rassen hat natürlich jedes Mal drei dieser Blutlinie. Ich persönlich möchte Atura spielen. Wie ihr auch schon am Aussehen dieser Charakter erkennen könnt, alle Rassen und alle Blutlinien sind von, sagen wir mal, echten Nationen und auch Gegenden abgeleitet. Zum Beispiel die Atura haben hier eher so ein asiatisches Aussehen. Bei den Details erkennt man natürlich hier direkt, dass das nicht so ist. Genau wie hier. So, jetzt dürfen wir wählen, ob wir gerne männlich oder weiblich hätten. Das macht jetzt auf den Bezug des Charakters natürlich keinen Unterschied. Ich persönlich spiele in EVE lieber einen weiblichen Charakter, einfach weil es mir vom Aussehen her besser gefällt. Einfach nur oberflächliche optische Gründe. So, hier haben wir die Character Creation. Es gibt hier eine Menge, was man an diesem Charakter ändern kann. Grundsätzlich kann man in EVE Online die körperlichen Attribute im Sinne von wie dick ich bin, wie dünn ich bin, wie muskulös ich bin, ob mein Kopf eckig oder rund ist, um es jetzt mal zu übertreiben, kann man in diesem Spiel nur einmal wählen. Alle anderen Dinge wie Kleidung, Haarfarbe, Frisur und ähnliches, was man eben im echten Leben auch ändern könnte,
Piercings, Tattoos, vielleicht kriegt man irgendwann Narben oder ähnliches, kann man nicht mehr ändern. Das heißt, die Character Creation hier in dem Sinne ist schon recht wichtig. Da das ein ziemlicher Aufwand ist und doch recht lange dauert, werde ich an diesem Punkt einen Schnitt machen. Und sobald ich fertig bin mit unserer schönen Dame, sehen wir uns wieder.